Es ist schon wirklich erstaunlich. Deutschland verfügt über eine exzellente Forschungslandschaft mit über 100 Universitäten und 400 Hochschulen. In den hiesigen Forschungseinrichtungen arbeitet eine 500.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir geben als Land etwa 3% der Wirtschaftsleistung für Forschung und Entwicklung aus. Insgesamt über 100 Milliarden Euro im Jahr. Umgekehrt sind die Resultate und die Zahl der wirklich neuen wissenschaftlichen Errungenschaften aber relativ bescheiden. Im internationalen Vergleich fällt Deutschlands Innovationskraft fortlaufend zurück, besonders gegenüber den USA oder China. Ausgerechnet im traditionellen Land der Tüftler und Ingenieure werden weniger Patente angemeldet. Sogar in den Bereichen, die gemeinhin als deutsche Stärken gelten, verlieren Forschung und Entwicklung ihre einstige Spitzenstellung, zum Beispiel bei Patenten im Bereich Umwelttechnik. Auch die deutschen Unternehmen ziehen sich zunehmend aus dem aktiven Innovationsgeschehen zurück. Seit einem Jahrzehnt sinkt die Quote der Innovatoren unter den Unternehmen kontinuierlich. Inzwischen zählt dazu nur noch jeder fünfte Betrieb. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung ist der Anteil der Unternehmen, die nicht mehr aktiv für Innovationen sorgen, auf nahezu 40% angewachsen. Einer der Gründe? Es fehlt an Kooperationen, an Ideen und Impulsen, nicht zuletzt aus der Forschungswelt von Universitäten und Hochschulen. Dabei benötigen wir angesichts der vielfältigen weltweiten Krisen gerade aus der Wissenschaft und aus der forschenden Wirtschaft zahllose Lösungen und innovative Produkte. Warum ist das so? Warum erleben wir in Deutschland so wenig Transfer von Wissen, Technologie und Innovation in die Wirtschaft und Gesellschaft? Und vor allem, wie ließe sich das ändern? Es gibt Antworten auf diese Fragen von Menschen, die bereits aktiv und erfolgreich an wirksamen Lösungen arbeiten. Immer häufiger trockene Sommer auch in Deutschland. Wachsende Verluste bei bislang sicheren Ernten. Gleichzeitig belastet eine Flut von Gülle die Felder, gefährdet das Grundwasser. Diesem Problem wollen Kaspar Friedrich Wessler und ein Team der Uni Hannover mit einem neuen Verfahren begegnen. Wasser und Düngung kommen demnächst von unten. Wir hatten dieses Jahr ein sehr trockenes Jahr, ohne viel Niederschläge in der Hauptvegetationsperiode. Und in dem Moment wäre so eine Unterflurtropfbewässerung das richtige Werkzeug. Und so sieht das Ganze aus. Unter dem gesamten Feld sind Schläuche verlegt. Durch sie fließt das kostbare Nass auch bei Trockenheit direkt zu den Pflanzenwurzeln. Zusammen mit dem Dünger wie etwa Stickstoff. Kaspar Friedrich Wessler zeigt, wie es geht. Stickstoff ist notwendig für das Pflanzenwachstum. Deswegen untersuchen wir das hier mit zwei unterschiedlichen Stickstoffvarianten. In einer hohen und einer niedrigen Stickstoffvariante, die wir hier über unser Unterflurtropfbewässerungssystem mit der Düngemischpumpe in unser gesamtes System hinzugeben. Wie man hier sehen kann, sind hier überall Schläuche, die jetzt aber dann in den unterirdischen Bereich auf 40 cm unter der Pflanze, unter dem Feld verlegt worden sind. In der Versuchsstation nebenan misst der Kenianer Martin Mburo an den Wurzeln junger Kohlpflanzen die Aufnahme der Feuchtigkeit bei unterschiedlichen Versuchsbedingungen. So mit dieser Menge kann ich später eine Kalkulation machen und dann kann ich die genau Wasser in die richtige Bereich, wo die Wurzel läuft. Und das ist am besten, weil die Pflanze braucht Wasser nur, wo die Wurzel liegt. Wichtige Erkenntnisse, die der Gastwissenschaftler mit in seine afrikanische Heimat nehmen will, wo immer mehr Länder unter dem Klimawandel leiden. Währenddessen analysiert Kaspar Friedrich Wessler im Labor die Resultate seiner Pflanzenversuche. Blatt für Blatt und Gramm genau. Hier kommt ans Licht, welche unterirdische Kombination aus Wasser und Dünger die besten Ergebnisse bringt. Mit der richtigen Mischung zum richtigen Zeitpunkt gedeiht der Rotkohl deutlich besser. Man sieht es sofort. Und wie teuer ist das Ganze? Etwa 7.500 Euro für einen Acker in der Größe eines Fußballfeldes.
Nicht billig, aber... Da dieses System 10 bis 20 Jahre im Feld verbleiben kann, würden die Kosten sich amortisieren und sogar einen Vorteil bringen, was die Arbeitskosten angeht, was die Ressourcenschonung angeht und was die Betriebskosten angeht. Kaspar Friedrich Wessler und sein Team jedenfalls sehen sich auf dem richtigen Weg. Die Landwirtschaftskammer in Niedersachsen hat bereits Interesse an ihrer Methode gezeigt. Doch hier Stopp. Für das Projekt wird es keine Zukunft geben. Trotz eines offensichtlichen Bedarfs, gerade mit Blick auf den Klimawandel, entwickelt die Universität Hannover keine weitergehenden Initiativen für diese Innovation. Zum Beispiel, um ihre Erkenntnisse zu verbessern und flächendeckend auszurollen oder daraus sogar ein segenreiches Produkt für den Gartenbau und die Landwirtschaft zu machen. Im Gegenteil. Trotz großer Erfolgschancen und sogar medialen Interesses wird sie das Forschungsprojekt nicht weiter fortsetzen. Die Erkenntnisse werden wahrscheinlich in die Doktorarbeit von Kaspar Friedrich Wessler einfließen. Das war's. Der Lehrstuhlinhaber selbst tritt bald in den Ruhestand. Martin Buro wird mit seinen Erkenntnissen wieder nach Kenia zurückkehren und die übrigen Mitarbeiter des Instituts müssen sich nach neuen Arbeitsplätzen umsehen. Ein Transfer in die Anwendung in der deutschen Landwirtschaft, in europäischen Gartenbaubetrieben oder in Entwicklungsländern findet nicht statt. Im Gegensatz zu den innovativen Forschungsprojekten in vielen anderen Ländern. Das Patent der Tröpfchenbewässerung, wie es in Hannover für Deutschland weiterentwickelt wurde, stammt ursprünglich aus Israel. Deren Erfinder vermarkten ihr Produkt nicht nur in ihrer Heimat, sondern weltweit. Zum Beispiel in der Landwirtschaft von Kalifornien und anderen dürregefährdeten Regionen. Einer der führenden Experten für das Thema Transfer aus der Wissenschaft ist Professor Hans Henning von Grünberg. Für ihn ist Hannover kein Einzelbeispiel, sondern eher der Normalfall. Er sieht die Ursachen für die wachsenden Defizite in einem besonderen Selbstverständnis deutscher Universitäten. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir einen Sonderweg gegangen sind. Nach dem Krieg haben die Deutschen sich auf eine Förderinstitution beschränkt, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft die Grundlagenforschung fördert und wirklich ein Bild hat von Wissenschaft, was sehr auf die Grundlagen fokussiert ist. Und wir haben meines Erachtens nur unzureichend die angewandte Forschung entwickelt und gefördert. Wir haben sehr große technische Universitäten, aber es ist uns einfach nicht gelungen, einen anderen Wissenschaftsbegriff in den Universitäten zu verankern, nämlich einen Wissenschaftsbegriff, der sozusagen lösungsorientiert ist. Ich kann auch Wissenschaft machen, indem man mir ein Problem vorsetzt und ich dieses Problem wissenschaftlich löse und darauf hinarbeite. Professorin Birgit Rehgraf ist Vorsitzende der Universitätsallianz 11+, dem Zusammenschluss einer kleinen Gruppe von fortschrittlichen Universitäten, die sich für einen besseren Wissenstransfer stark machen. Sie wollen nicht bei Forschung und traditioneller Lehre stehen bleiben, sondern vorangehen. Die Präsidentin der Universität Paderborn sieht dabei zunächst keinen Gegensatz von Grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung. Das ist ein sehr komplizierter Prozess. Wir haben Forschungsbereiche, die sollen tatsächlich jenseits des direkten Anwendungsnutzens sein. Und da mag manchmal der Eindruck entstehen, dass wir am gesellschaftlichen Bedarf vorbeiforschen. Aber diese Grundlagenforschung ist wichtig, weil sie die Grundlage schaffen dafür, dass in den nächsten Schritten dann in die Anwendung und an den gesellschaftlichen Bedarf tatsächlich angeknüpft werden kann. Der sogenannten Third Mission, der dritten Mission von Hochschulen, widmet sich seit einigen Jahren auch das Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh. Der Arbeitsschwerpunkt wird geleitet von Dr. Isabel Rössler. Sie forscht nach besseren Ansätzen für das Zusammenwirken von Universitäten mit der Gesellschaft. Einer der Gründe für den geringen Transfer sieht sie in einem wenig ausgeprägten Interesse der Wissenschaft, über den Rand der eigenen Forschungserkenntnisse hinauszublicken. Und das Schwierige ist natürlich grundsätzlich zu sagen, an welcher Stelle setzt der Transfer denn an? Weil bei Transfer geht es ja darum, dass wir etwas übermitteln wollen. Ich als Hochschule habe zu etwas geforscht. Ich habe eine Erkenntnis gewonnen. Ich habe ein Produkt entwickelt. An dieser Stelle endet auch im Regelfall die Forschungsförderung in Deutschland. Das heißt, in dem Moment, in dem ich das Ergebnis vorlegen kann, in dem das Paper auf dem Tisch liegt, vom Ministerium beispielsweise, ist die Förderung zu Ende. Das ist aber nicht der Transfer. Das ist ein Abschluss eines Projektes. Der Transfer findet erst dann statt, wenn es nach draußen geht, die Hochschulmauern verlässt.
Die bestehenden Strukturen deutscher Hochschulen wehren sich noch immer gegen einen tiefgreifenden Kulturwandel. Transfer aus der Wissenschaft, weiterhin ein wenig beliebtes Kind. Nach einer Erhebung des Stifterverbandes der deutschen Wissenschaft liegt er unter ihren Prioritäten abgeschlagen auf Platz 5. Nur gut die Hälfte der deutschen Hochschulen widmet sich dem Thema zudem mit einer eigenen Strategie. Viele aber auch nur, weil solche Strategien für die finanzielle Förderung verlangt werden, zumindest auf dem Papier. Denn 9 von 10 Hochschulen erklären auf Nachfrage, dass ihre Transferstrategien eher Leitbildcharakter haben, als eine gelebte Praxis beschreiben. Nicht einmal jede dritte Hochschule betreibt zudem überhaupt eine Analyse des Bedarfs von Transfers in Wirtschaft und Gesellschaft. Doch nur sehr langsam kommt dieser Zug auch in Geschwindigkeit. Weiterhin bestehen große Hindernisse, gibt es nur wenig Anreize. Nach der repräsentativen Erhebung des Stifterverbandes fehlt es dem wissenschaftlichen Personal in erster Linie an Zeit und Ressourcen, um sich neben den zentralen Aufgaben dem Transfer zu widmen. Ein Teil von ihnen wird häufig nur über befristete Drittmittel beschäftigt und ist nur kurze Zeit am Thema. Transferprojekte scheitern auch an mangelnder Rechtssicherheit, etwa für die Nutzung von Patenten oder Unterstützung für neue Start-ups. Und schließlich fehlt Hochschulen und Unis häufig die Verbindung zur Wirtschaft, zur Politik vor Ort, zu Verbänden, Vereinen und NGOs. Sie kennen deren Bedürfnisse und Ideen schlichtweg zu wenig. Professor von Grünberg ist angetreten, diese Defizite grundlegend zu überwinden. An einem eigenen Lehrstuhl für Wissens- und Technologietransfer, den seine Universität Potsdam eigens dafür geschaffen hat. Schon unmittelbar nach der Wende hatte die Uni Potsdam begonnen, das eigene Selbstverständnis zu überarbeiten. In preußischer Tradition versteht sie sich seitdem quasi als erster Bürger des Gemeinwesens. Sie sucht dabei gezielt nach konkreten Lösungen für gesellschaftliche, technische und ökonomische Probleme. Nach 30 Jahren gilt die Universität Potsdam inzwischen unter den Hochschulen mittlerer Größe führend im Wissenstransfer. Diese Veränderung zu einer modernen Universität neuen Typs ist bereits von außen weithin sichtbar. Abseits der historischen Kulisse und den Universitätseinrichtungen im Schloss von Sanssouci ist ein völlig neuer Komplex entstanden. Wo früher Stützen von Staat und Partei ausgebildet wurden, erstreckt sich heute ein beeindruckender Campus. Im Wissenschaftspark Golm haben sich neben den Einrichtungen der Universität über 30 Unternehmen niedergelassen, sowie renommierte Forschungsinstitutionen, von der Max-Planck-Gesellschaft bis zu Fraunhofer-Instituten. 12.500 Menschen arbeiten hier an Neuentwicklungen und Fortschritten von der Biotechnologie bis zur Astrophysik. Das Ziel ist auch die Förderung der gesamten Region. Um ein regelrechtes Ökosystem für Innovation und Fortschritt entstehen zu lassen, gründete die Universität zusätzlich die Tochter Potsdam Transfer, eine Gesellschaft eigens für den Wissens- und Technologietransfer. Ihre Aufgabe? Die Forschungskooperationen mit Unternehmen aus dem In- und Ausland oder die Werbung öffentlicher Fördermittel. Sie beobachtet Trends, sucht nach Lösungsbedarfen in Wirtschaft oder Gesellschaft und berät die Einrichtungen der Uni und ihre Angehörigen. Für erfolgreiche Forschungsergebnisse erwirkt sie Patente und Schutzrechte. Eine gemeinnützige GmbH kümmert sich daneben um das aktive Marketing von Forschungsergebnissen, die Wirtschaftsförderung, Messebesuche oder Weiterbildung. Ein Herzstück der Aktivitäten? Der Transfer von Ideen durch Köpfe und wissenschaftliche Persönlichkeiten. Ein eigener Gründerservice berät und unterstützt bei erfolgsversprechenden Ansätzen für unternehmerische Ideen. Er begleitet junge Studierende von ersten Überlegungen über die Ausgründung eines eigenen Unternehmens bis zum Aufbau und in die Wachstumsphase. Mit niedrigschwelligen Angeboten fördert er dabei bereits vorsichtiges Interesse, bietet regelmäßig eine Vielzahl von Veranstaltungen und berät bei der Karriereentwicklung als Innovator oder zukünftige Unternehmerin. Eingebettet in den Wissenschaftspark ist auch das Go-In, ein Gründerzentrum und Inkubator. Es stellt angehenden Naturwissenschaftlern Infrastruktur, Labore, Maschinen oder Räume zur Verfügung. Genutzt werden können diese gleichzeitig von ExistenzgründerInnen aus der Uni und regionalen Unternehmen. In diesem Ökosystem hat auch Henning von Grünberg seine Wirkungsstätte.
Seine spezielle Aufgabe ist es, das Transfermanagement an der Hochschule weiterzuentwickeln, vor allem auch Studierende besser zu qualifizieren und sie fit zu machen für einen verbesserten Transfer aus der Wissenschaft. Und das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, es tut sich was, war, als diese Idee der Start-ups aufgekommen ist, wo du das Gefühl hattest, es nimmt einer, der in der akademischen Logik erzogen worden ist, seine eigene Erfindung mit und baut daraus ein Geschäft auf und entwickelt sich mit seinen 25, 30 Jahren selbst hinein in die Wirtschaftswelt. Das hat funktioniert, weil du da nämlich einen handelnden Akteur hast und nicht nur eine Idee. Du musst immer Akteure haben. Und deswegen glaube ich, dass wir mit dem Stichwort Gründung ohne Gründer, also mit der Frage, wie kriegt man eigentlich Ideen aus der Wissenschaft und Gründer aus der Gesellschaft, wie kriegt man das eigentlich zusammen? Ich bin ein talentierter Kaufmann, habe aber keine Idee für eine technische Erfindung. Ich bin ein talentierter Erfinder, habe aber keine Lust, Kaufmann zu werden. Wie bringe ich jetzt den Kaufmann und die Idee zusammen? Diese Frage, die würde ich jetzt mal angehen. Das ist das Entscheidende und dazu müssen wir neue Wege finden. Und diese neuen Wege entwickelt Professor von Grünberg selbst durch neue Ausbildungsformate, bei denen Methoden des Transfers wie auch unternehmerisches Wissen gleichermaßen vermittelt werden. Also formal ist das eine Vorlesung Wissens- und Technologietransfer, aber jetzt seit neuestem, in diesem Wintersemester, habe ich mich eben zusammengetan mit den Wirtschaftswissenschaftlern, mit Frau Professor Brennecke, die Innovationsmanagement als Vorlesung angeboten hat. Und die haben wir also kombiniert, Innovationsmanagement auf der einen Seite und Wissens- und Technologietransfer auf der anderen Seite, haben das Transfer- und Innovationsmanagement genannt, TIM, und machen diese Vorlesung jetzt gemeinsam. Und haben uns dann überlegt, dass wir eben diese Case Studies in den Übungen machen, und zwar zusammen mit der Fraunhofer Gesellschaft, die dort wirklich die Prototypen, die sie entwickelt hat, vorstellt den Studierenden. Und sie bittet, diese Prototypen sich genau anzugucken und zu überlegen, wie bekommt man so einen Prototyp wirklich in einen Markt hinein. Einfach junge Leute mal drüber nachdenken lassen, was muss man machen? Soll ich diesen Prototypen irgendeinem Unternehmen vor die Tür legen und sagen, komm, kauf meine Lizenz, oder soll ich ein Start-up auf den Weg bringen? Oder also diese Überlegung anhand eines ganz konkreten Prototypens, das ist das, was wir von denen erwarten. Das ist ein Transferkonzept. Und dafür kriegen sie dann ihre Punkte und wir geben drumherum mit der Vorlesung sozusagen den theoretischen Background. Ein Konzept, das offensichtlich bei den Studierenden ankommt. Mich interessiert, wie der ganze Prozess aufgebaut werden kann. Was sind die Schritte dahinter? Welche Gedanken sollte man sich machen? Sollte man ein Geschäft aufbauen wollen? Und ich glaube, das ist nicht nur relevant, wenn man ein eigenes Geschäft aufmachen möchte. Das ist wahrscheinlich noch bei wenigen von uns der Fall. Aber wir sind in Unternehmen tätig und da zwangsläufig gestaltet man die Strategie auch mit. Wenn Sie so Ihre Mitstudierenden sich so mal vorstellen, vor Augen führen, haben Sie das Gefühl, da ist so eine Generation mit einem Gründerspirit unterwegs, viele Start-Upper? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Entrepreneurship ist sehr beliebt momentan. Also es gibt viele kluge Ideen, die irgendwie raus in die Welt wollen. Und da gibt es viele junge UnternehmerInnen, die genau das Ziel verfolgen. Ja, ich kann dem nur zustimmen. Ist Potsdam also das gelungene Paradebeispiel, um Deutschland aus der Innovationswüste zu holen? Sollten oder können andere Unis dem folgen? Professor Michael Kühl ist Naturwissenschaftler und als Promoter für den Transfer an der Universität Ulm aktiv. Er findet, gerade das passiert an vielen Hochschulen und Universitäten aktuell. So hat die Universität Ulm beispielsweise den Entrepreneurs-Campus gegründet, um das Thema Entrepreneurship Education weiter nach vorne zu bringen. In der Vergangenheit haben wir Studierende als Fachexperten ausgebildet und jetzt gilt es darum, möglichst früh im Studium Kompetenzen zu vermitteln und zu erwerben, in Bedarfssystemen zu denken und sozusagen das Fachwissen zu überführen in Lösungen für gesellschaftliche Probleme und Fragestellungen. Gerade dafür braucht es neue Lehrangebote an den Universitäten. Und wenn wir das dann noch paaren mit Kenntnissen über Unternehmertum, ja, über Ausgründung, Startups, wie man so etwas macht, dann schaffen wir am Ende so einen Dreiklang vom Fachexperten zum Lösungsdesigner zum Entrepreneur. Professor Dieter Barton ist Chemieingenieur, Organisationspsychologe und hat selbst 15 Patente entwickelt.
Zugleich ist er Vorsitzender der Johannes-Rau-Forschungsgesellschaft, einer Stiftung an der Nahtstelle zwischen Forschungsinstituten und der Wirtschaft. Er sieht beim Transfer auch die Wirtschaft gefordert. Auf der einen Seite glaube ich, dass man eine gewisse Offenheit auch gegenüber den universitären Prozessen haben muss und auch wirklich Wissenschaftler mal Wissenschaftler sein lassen muss. Man darf nicht immer sofort auf das Ergebnis drängen, sondern muss auch mal ein bisschen Geduld haben und auf diese Ergebnisse warten. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend an dieser Stelle. Zum anderen glaube ich, dass ich sehe das nochmal, dass auch gerade man diesen Transfer sehr unbürokratisch organisieren muss. Ich nehme immer wahr, dass gerade mittelständische und kleine Unternehmen große Schwierigkeiten haben mit den bürokratischen Abläufen innerhalb von Universitäten und von Forschungsorganisationen. Die suchen häufig den direkten Kontakt, den schnellen Austausch, vielleicht auch den schnellen Auftrag. Und können dann mit komplexen Abrechnungssystemen, EU-Beihilferecht und diesen Dingen sehr wenig anfangen und häufig damit nicht umgehen. Und das schreckt dann ab. Der Stifterverband gibt den Hochschulen für einen besseren Transfer eine Reihe von Ratschlägen an die Hand. Das Wichtigste: Hochschulen und Wissenschaft müssen den Transfer als eine ihrer Grundaufgaben betrachten. Die Wissenschaft muss den konkreten Bedarf kennen, aktiv ermitteln, wo Lösungen gebraucht werden und welchen Beitrag sie dazu leisten kann. Hochschulen und Forschung sollten ihren Angehörigen Anreize schaffen. Der Reputationsgewinn darf nicht länger darin bestehen, neue Erkenntnisse nur zu Papier zu bringen. Forscherinnen und Forscher sollten zusätzliche Karrierewege geöffnet werden, wenn sie ihre Ergebnisse transferieren und so Nutzen schaffen. Transfer braucht Köpfe und Persönlichkeiten, sowie Menschen, die sich in den Institutionen nachhaltig dieser Aufgabe widmen. Als verantwortliche Akteure dürfen sie nicht in befristeten Verträgen und ohne ausreichende Ressourcen beschäftigt sein. Zudem ist ohne beständige Überprüfung der Ergebnisse der Qualität und Ziele eine Steuerung von Transfer nicht möglich. Nicht zuletzt aber sollten Universitäten ihre Formate zur Kooperation und zur Transformation noch einmal deutlich ausweiten. Forschungskooperationen, Praxissemester von Studierenden, kooperative Promotionen, Stiftungsprofessuren, gemeinsame getragene Institute und Forschungsaufträge oder individuelle Gutachten. Ein Dreh- und Angelpunkt ist die Vernetzung. Sie ist der entscheidende Erfolgsfaktor. 3 von 4 Hochschulen bekunden, dass ihre Transferimpulse nicht von innen heraus entstehen, sondern aus der Vernetzung mit Partnern aus Wirtschaft, Politik, Kammern, Verbänden oder der Zivilgesellschaft. Die Wissenschaft selbst kann den Transfer ebenfalls noch einmal nachhaltig befördern, wie das Zentrum für Hochschulentwicklung nachweisen konnte. Und das Beste, was die Hochschulleitungen machen, das ist etwas, was wir in unseren Studien wirklich über die Jahre immer, immer wieder gesehen haben und was ich auch regelmäßig nach vorne stelle, ist die Kultur des Ermöglichens. Ich muss es ermöglichen, dass meine Leute, meine Mitarbeitenden, dass die nach draußen gehen können, dass die sich Partner suchen dürfen, die vielleicht auch erst auf den zweiten Blick wirklich geeignete Partner sind. Ich muss es anerkennen, dass das eine Leistung ist. Nicht nur das Peer-Reviewed Journal, sondern auch, dass ich in der Lage bin, das regionale Innovationsökosystem, ganz, ganz wichtiges Stichwort, ich glaube, in den nächsten Jahren wird das noch einmal einen ganz starken Fokus bekommen. Wenn ich Leute habe, die das regionale Innovationsökosystem adressieren können, da reingehen können, die richtigen Partner darin finden, dann habe ich es geschafft, dass meine Hochschule sich in diese Richtung auch entwickeln kann. Ein weiterer entscheidender Impuls, damit solche Innovationsnetzwerke entstehen, könnte jetzt aus der Ampelkoalition kommen. Die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, DATI. Eine Institution, die gezielt im Umfeld von kleinen und mittleren Hochschulen Innovationscommunities und Innovationsbiotope bilden soll. Bestehend aus Hochschulen, mittelständischer Wirtschaft, der Zivilgesellschaft, der Öffentlichkeit, der Politik und weiteren Einrichtungen. Hier sollen die entscheidenden Impulse entstehen, konkrete Transferprojekte entwickelt werden und die Verbindung zwischen bislang unbekannten Partnerinnen und Partnern mit unterschiedlichen Bedürfnissen entstehen. Professorin Birgit Rehgraf erkennt bislang noch wenig konkrete DATI-Planungen, sieht aber darin große Chancen. Naja, die DATI kann beispielsweise Experimentierräume schaffen oder unterschiedliche gesellschaftliche Akteure miteinander ins Gespräch bringen, und zwar wirklich von der Wissenschaft bis zu NGOs, bis zur Wirtschaft, und dann gemeinsam an Innovationsprojekten zu arbeiten. Das wäre eine große Leistung, die DATI machen könnte.
Technische Neuerungen und Erfindungen sind nicht alles. Sie bewirken vor allem wirtschaftliche Innovationen, neue Prozesse und Geschäftsmodelle. Übersehen wird häufig der Zusammenhang von ökonomisch-technischen und sozialen Innovationen. Hier will die Bundesregierung bei ihrem DATI-Projekt ebenfalls neue Dynamiken entfalten, so will es Zara Bruhn im Bundesforschungsministerium. Also in der DATI wollen wir besonders Communities fördern, die sich mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinandersetzen. Und unser Ziel ist es natürlich, dass hier besonders soziale Innovationen mit berücksichtigt werden, weil sie ein großer Treiber für die soziale und ökologische Transformation sind. Und deswegen, soziale Innovationen werden stark in der DATI verankert. Unser Ziel ist es natürlich, dass aus allen Regionen und aus allen Communities Menschen ihre Ideen ausgründen können und da motiviert werden, ob eben als einzelne Projekte oder als ganze Communities. In das Thema Transfer und Innovationen aus der Wissenschaft ist Bewegung gekommen. Forschung für den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedarf, Anreize für die Vermittlung von Innovationen, Ausbildung von innovativen unternehmerischem Denken, Vernetzung mit der Zivilgesellschaft und Innovationen auch für soziale und ökologische Herausforderungen. Professor von Grünberg jedenfalls ist optimistisch, sieht zumindest die Weichen richtig gestellt. Der Zug fährt, also spätestens mit der DATI, dass dieser Transfergedanke nun wirklich von der Gesellschaft gefordert wird. Das ist eine Forderung an die Universitäten. Die ist von der Europäischen Union lange gefordert worden, jetzt dann vom BMBF gefordert, jetzt steht es im Koalitionsvertrag, die Gesellschaft möchte von ihren Universitäten etwas haben. Raus aus der Nische, in die Mitte der Gesellschaft und dort sich nützlich machen.